Ja, mir ist mal wieder mein Spiel abgeschmiert, deswegen muss ich wieder zum letzten Speicherstand hin. Das ist leicht ärgerlich, aber naja, gut, so ist das Spiel. Es schmiert eben immer wieder ab. Ach so, da war ich ja hier. Das war ja San Juan, das ist ja kein Problem. Ist ja nicht allzu weit weg. So, da ist er. Ich kam noch nicht mal dazu, ihn irgendwie zu erstechen. Schade, schade, schade. Aber was soll's. Okay, dann. Oh. Oh. Ein starker Spanier. Ein recht starker Spanier. Oh, schade, schon wieder nicht kapern. Naja, gut. Das wird sich auch kaum ändern. Jetzt ankern. Wenn sich dann ein bisschen gefangen hat, das Spiel, dann muss man immer wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit geben, bevor man was macht. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht auf die Aktionsgeschwindigkeit von mir ausgelegt, würde ich mal sagen. Sondern auf eher auf Willkommen, Captain! Wir freuen uns immer, wenn was, ihr uns besucht. Naja, langsameres. Wie auch immer. So, ein paar Musketiere noch. Willkommen, Captain! Dann Wir freuen uns immer, wenn ihr uns besucht. brauche ich auch noch was zum Schlafen. Und jetzt einfach wieder rüber in den Laden. Mal sehen. Ja, der Text ist wieder ganz da. Kanonenkugel, Traumkerne. Bomben, die behalte ich diesmal. Nicht, dass ich noch auf die Idee komme, da irgendwas zu übernehmen. Weil es wäre gar nicht schlecht, da oben dann doch noch die nächste Stadt eigentlich einzunehmen. Dann wäre es auch praktisch noch mehr Bomben mitzunehmen. Also, es wäre dann 500 Bomben wären zumindest mal angemessen, nehme ich mal an. Nahrung reicht für auch 46 Tage, damit komme ich eine ganze Weile aus. Das soll jetzt nicht das Problem sein. So, reparieren würde ich mich gerne noch, weil ich habe ja dann doch ein bisschen was abbekommen. Unsere Werft hat euch viel zu bieten, wenn ihr das So. nötige Gold habt. Okay. Nun ja, gut. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht irgendwie in Richtung Moment. Speichern. Hier. Okay, ob wir nicht irgendwie in Richtung Monserrat, glaube ich, war das da oben. Komm. Ich meine, so schwer sollte das ja hoffentlich nicht sein. Ah ja, die Heuer, die anfällt. Glücklicherweise habe ich ja genug dabei. Nicht, dass mir da noch irgendwer auch runterspringt. Was sehr interessant ist, ist, wenn man mal auf die Anzeige guckt, wie glücklich die Leute sind. Da war es ja mal so, da hatte ich ja mal die Anzeige in der Mitte relativ orange und dann links rötlich. Ich weiß nicht, warum die jetzt komplett durchgängig grün ist. Ja, San Martin, hatte ich was gesagt? Ich weiß nicht. Wird auf jeden Fall jetzt und nee. Was? Die Niederinsel F3. Hä? Warum hat das jetzt nicht mit? Wie auch immer. Da ist ein Schiff. Was für ein Schiff ist das? Ein Kriegsschiff von Piraten. So. Gar nicht. Nachladen. Bomben. Ein Kriegsschiff von Piraten. Feindlich. Warum auch immer. Werde ich doch mal versuchen. Naja, teils zu retten, teils zu übernehmen. Ich meine, schießen.
Also, wenn es noch auch aufs Vorschießt, dann habe ich kein Problem damit, dass es hier rumdümpelt. Dann übernehme ich das erst später. Jetzt haben wir... Nee, gar nicht. Dann schieße ich ja da drauf, wenn ich aus Versehen dann da in die Richtung... Nee, dann schieße ich aus Versehen in die Richtung. Das ist besser, wenn ich es jetzt direkt übernehme. Uah, nein, 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 nein. So war das nicht gedacht. Das ist natürlich jetzt ein Eroberungsschiff von den Piraten. Was es natürlich hätte schaffen können. Das ist natürlich die Frage, wenn es das Piratenschiff jetzt geschafft hätte, theoretisch. Ja. Dann wäre ja die Frage gewesen, übernehmen dann die Piraten dieses... Achso, F ist Verteidigung. Übernehmen die Piraten dann diese Stadt von sich aus? Das wäre natürlich was. So, das Schiff kann ich glücklicherweise kapern. Jetzt muss ich langsam machen. Das war jetzt natürlich echt nicht der optimalste Weg, jetzt hier anzufangen. Schade, die ersten zwei Treffer haben nichts gebracht. Ärgerlich, ich hätte eigentlich gerne gesehen, wie die gewinnen gegen das Fort, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Schade eigentlich. Ich hätte wirklich gerne mal gesehen, wie so eine freie Stadt aussieht. Ich meine, ich hatte ja schon eine eigentlich. So. An sich. Hatte ich ja schon eine freie Stadt mal gehabt hier. Da war ja unten die... Wie auch immer. So, Bomben sind geladen. Da explodieren die ersten Vorkanonen. Wenn die jetzt noch weiter, das Schiff jetzt noch weiter angreifen würde, wäre das natürlich schön. So, gut. Das sah nach zwei zerstörten Vorkanonen aus. Also, meine Heckkanonen sind auch nicht ganz so ohne. Die schießen auf was? Auf mich? Ich weiß es nicht. Sah fast so aus, aber irgendwie... Komisch, naja. Gut, ich versuche jetzt mal eher in den Mittelteil zu schießen. Hat schon gut erwischt, ha? Ja, 4, 5, 6, 7 Stück, vielleicht 8. Ist ja schon mal nicht schlecht. So. Jetzt habe ich langsam nur, hab ich nur noch 377 Kanonen, Bomben. Also ist jetzt die Frage, reichen die aus, um das Ding hier kalt zu machen oder nicht? Ich hoffe es mal einfach. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn es so wäre. Ah, schön, die Lücke wird geschlossen. Also die... Da, wo die Kanonen noch nicht ganz komplett, ganz zerstört waren, wird die Lücke gerade geschlossen. Das ist schön. Jetzt natürlich wieder passend gucken, ob man hier nicht vielleicht noch... Ah, wieder weiter auf die Stelle gefeuert. Okay. Also schießt da wohl mein Kanonier immer relativ geradeaus. Das ist natürlich auch am einfachsten. Von der Justierung her, dann würde ich sagen, jetzt müsste er eigentlich... Okay, dann so. Das Schiffchen tut natürlich mal wieder nichts. War ja klar, sobald die zu mir gehören, machen die ja nichts mehr. So, warum auch immer ausgerechnet diese Stelle gerade bombardiert wurde, ich weiß es nicht, aber wird schon irgendwo Sinn machen. Hoffe ich zumindest mal. Ich hoffe auch, dass ich jetzt wirklich genug Kanonenkugeln habe, um, also Bomben, genug Munition habe, um das Ding hier wirklich mal auseinanderzunehmen, weil das wäre echt schön.
Wenn das jetzt im ersten Anlauf mal klappen würde und jetzt fängt er schon an, nach da hinten zu ballern. Da muss ich wahrscheinlich gleich noch um dieses blöde Fort drumherum. Na, vorne schießt er mal. Na ja, klar, vorne sind nur zwei Kanonenkugeln. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Da geht natürlich nicht so viel los. Aha. So, jetzt erobern wir das Ganze mal. Ah, jetzt hatte ich ganz das Schiff da vergessen, aber das ist ja eigentlich egal. Das habe ich ja gar keinen von denen erledigt. Was ist das denn? Immerhin, diesmal waren es insgesamt drei Soldaten, die hier aufgetaucht sind. Okay, das Ganze wird gekapert für die Piraten. Jetzt würde ich doch dann gerne nicht meinen Navigator. Die sind alle auf Level 10, deswegen habe ich vielleicht irgendwen doppelt? Ne? Ich glaube, das war der neue. Das ist jetzt ja nicht so. Jetzt bin ich ja gar nicht reingeschlichen. Das habe ich ganz vergessen. Okay. Kommt auch mal vor. Da hast du mal Taverne. Tut mir jetzt echt leid, dass ich den Piraten das Schiff abgenommen habe, aber vertraut irgendwie... mir. Nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass Piraten meine Feinde sind, obwohl ich selbst Pirat bin. Das überrascht mich jedes Mal wieder. Kein Offizier da. Klar, den habe ich ja schon abgeholt. Vertraut mir. Nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. San Martin gehört nun auch wieder zu meinen Inseln. Hoffe ich doch zumindest mal. So, ab in den Laden. Mal sehen, ob der Pirat überhaupt was an Bord hatte. Ja, nicht mehr viel. Erklärt doch, warum er nicht mehr so geschossen hat. Obwohl, 500 Bomben hätte er noch gehabt. Nahrung auf jeden Fall genug, um eine ganze Weile auszukommen. Tja. Das war's auch schon. Ich habe auch momentan gerade wieder kein Geld. Das ist auch wieder interessant. Ich bin wieder auf unter 200.000 gerutscht. Ist jetzt natürlich nicht so dramatisch. Ich meine, unsere Werft hat euch viel zu bieten, wenn ihr das nötige Gold habt. Jetzt bin ich schon wieder drüber. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich kann jetzt, was ich damit eben sagen will, ich kann jetzt hier eben gerade nichts bauen. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Obwohl, ein Lagerhaus scheinen sie zu haben. Das muss ich schon vorher gebaut haben. Ja, jetzt muss ich eben hier ein bisschen aufpassen. Oh, da. Meine Dienste sind mehr wert, Kapitän. Haben wir noch einen? Nee. Oh, es war wieder ein Kämpfer von mir. Die kriegen anscheinend wirklich das meiste an Erfahrung mit der Zeit. Na dann. Ja, gut. War das eben noch mein Kämpfer? Tja, San Martin. Was mache ich jetzt? Auf jeden Fall speichere ich jetzt nochmal. Ich habe immerhin noch eine Stadt erobert. Und dann wollen wir doch jetzt mal sehen. Die Engländer hatten ein, oder ein, vielleicht hatte ein englischer Gouverneur mir eine Nachricht geschickt, vielleicht auch nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Nähe einer englischen Insel und schleiche mich dann mal da rein. So. Schleichen. Ab in den Hafen. Oh. Ich kann gar nicht reisen. Jetzt muss ich mich hier mit den Jungs hier wieder rumschlagen. Eieiei.
Ging das so nicht einfacher? Nee, gar nicht. Ging überhaupt nicht einfacher. Achso, man muss ja so... Tja... Oh, da hat was gebrummt. Warum auch immer. Nein, 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 nein. Ah, komm schon. Verflucht. Wie ich diesen... St. Eustatius, das ist so schrecklich hier. Wenn man da nicht reisen kann, ist das echt übel. Was mich gerade noch wundert, ist, dass die Leute hier noch keine Waffen ziehen. Da hinten die Leute. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so. Vielleicht über die Zeit. Nee. Kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Na also. Ab in die Taverne. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der sich bewegt. Ist mir eine Ehre, euch in meinem Laden zu haben. Schön. Da haben doch tatsächlich eine Menge Leute da. Offiziere natürlich wieder nicht. Jetzt kriegt ihr natürlich wieder Panikanfälle. Hier könnte ich sogar einen Auftrag bekommen, aber naja. Jetzt geht's also los. Okay. So komme ich natürlich nicht an den vorbei, okay. Okay, so einfach geht's. Hallo, lieber Freund. Oh, das habe ich aber verfehlt. Gut, so regeneriert sich das alles schneller. Der kriegt natürlich wieder panische Zuckungen. Wenn meine Jungs nicht wären, würden die mich wahrscheinlich gar nicht angreifen. So, wo ist denn hier? Da ist doch das entsprechende Haus. Residenz, verdammt. Oh, der hat aber viel ausgehalten. Es scheint aber auch nur eine Residenz zu sein und kein Palast, was dann wiederum heißt, dass hier kein König oder so leben kann. So, jetzt muss ich dem noch schnell helfen. Ups, die nette Frau wollte ich natürlich jetzt nicht umnieten. Danke, Jungs. Oh, der hier hinten hat ein paar Probleme. Drei Jungs stehen zusammen, da wird denen wohl eher weniger was passieren. Dachte ich zumindest. Wo sind meine Jungs hin? Ah, sie sind mir gefolgt, doch. Also doch. Sehr schön. Sie laufen also doch mal hinterher. Den wollte ich eigentlich haben. So, gut. Dann geht es jetzt einfach zurück aufs Schiff und ich würde fast sagen, dann versuche ich... Kriege ich hier irgendwie eine Info über die Stadt? Also die Engländer haben ja nur noch diese zwei Städte. Demnach müsste ja auf einem der Gouverneur oder Vizekönig sein. Ah. Kapitän, ich verlange mehr Geld. Schön, ich dachte schon, wenn man immer hier die Leute
in den Städten massakriert, ist das dann immer so ein bisschen